Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um den Fachwirt oder die Fachwirtin für Werbung und Kommunikation. Und die Frage, die wir uns hier stellen, was ist der beste Weg? Und mit diesem Wort Beste geht man ja so etwas undifferenziert um. Wir müssen uns also zunächst mal fragen, was ist denn der beste Weg? Ist das der billigste oder ist es der Seminarveranstalter, der am nächsten zum Wohnort ist? Oder was ist denn der beste Weg? Und meine Antwort auf diese Frage, was ist der beste Weg, ist das Wort integrierbar. Ich erkläre das sofort. Integrierbar in ihr Leben. Integrierbar in ihr Leben. Der Weg ist der beste, der am besten integrierbar ist in ihr Leben. Warum? Wir sind hier im Bereich der Fortbildung, nicht der Erstausbildung. Und wenn jemand eine Fortbildung erwägt, dann hat er bereits ein Leben in dem Sinne, dass Strukturen schon da sind. Diese Strukturen heißen Beruf, Familie, Hobbys, Freizeit, Freunde, sportliche Interessen und so weiter und so weiter und so weiter. All das, was ein Leben ausmacht. Und der einzige Weg, um eine Fortbildung unterzubringen und erfolgreich zum Abschluss zu bringen, ist, wir brauchen einen Weg, der integrierbar ist, so gut wie möglich in ein bestehendes Leben. Die Alternative wäre, das bestehende Leben umzukrempeln und das scheitert. Ja, das darf ich sagen, aus vielen Jahren Erfahrung, das scheitert. Also, was ist der beste Weg? Fachwirt und Fachwirtin für Werbung und Kommunikation. Schreiben wir das Ziel oben nochmal abgekürzt hin. Vier Wege kann ich erkennen. Der erste Weg heißt Selbststudium. Und ich sage gleich dazu, das ist ein theoretischer Weg. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist einer unter 10.000, der sowas schafft. Was kann man machen? Man kann in der Tat sich das Lernmaterial, Bücher, Skripte, Mitschriften, Hörbücher, Lernkarten, was immer, das kann man sich alles besorgen und dann kann man sich auf die Prüfung selbstständig, ohne Lehrer, ohne Seminar, ohne irgendetwas vorbereiten und man kann zur Prüfung gehen und wenn man dann besteht, hat man den Abschluss. Denn man braucht, um zur Prüfung zu gehen, keine inhaltlichen Zugangsvoraussetzungen, sondern die Zugangsvoraussetzungen konzentrieren sich gar nicht darauf, sondern nur auf formale Dinge, also bestimmte Praxiserfahrungen und einen bestimmten Berufsabschluss. Das sind die Zugangsvoraussetzungen. Die haben mit den Inhalten nichts, aber auch gar nichts zu tun. Also theoretisch geht das. Es bleibt aber theoretisch bis auf die ganz wenigen Ausnahmen aus zwei Gründen. Der eine Grund heißt Selektion. Sie können sich zwar dieses ganze viele Material zusammenkaufen, Sie können die Bücher bestellen, Sie können sich die Skripte besorgen, Sie können in die Foren gehen und sagen, wer kann mir sein Lernmaterial verkaufen und so weiter, können Sie alles machen. Aber dann haben Sie einen Berg von Material und dann müssen Sie erstmal selektieren, was ist relevant und was ist nicht relevant. Und das können Sie frühestens dann, wenn Sie einmal erst am Ziel waren und dann wahrscheinlich nur für diese Prüfung. Also Sie brauchen etwas mehr Erfahrung mit den Prüfungen der letzten Termine und so weiter, um hier selektieren zu können. Sie müssen den Rahmenplan sehr gut kennen und so weiter und so weiter. Und das Zweite ist die Aufbereitung. Denn ein Buch kaufen und das Buch in Punkte in der Prüfung umzusetzen, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und hier für diese beiden Dinge haben Sie die Zeit nicht. Ja, denken Sie an das, was ich eingangs gesagt habe mit dem schon bestehenden Leben. Der zweite Weg heißt Fernstudium. Und das ist der Weg, vermutlich unter den Vieren, von den Vieren, der am intensivsten beworben wird. Aber die harte Wahrheit aus meiner Sicht ist, es ist maximal für 5% der Menschen geeignet. Das heißt, für 95% der Menschen ist dieser Weg überhaupt nicht geeignet. Wann gehören Sie zu den 5%? Bitte prüfen Sie sich genau und ehrlich. Sie brauchen eine extrem hohe Frustrationstoleranz und Sie brauchen eine extrem ausgeprägte Selbstdisziplin. Und wenn Sie das nicht haben, dann lassen Sie die Finger vom Fernstudium. Ja, das ist mein wirklich gut gemeinter Rat, um Ihnen viel Leid zu ersparen. Lassen Sie sich nicht blenden von tollen digitalen Werbeplakaten in den Innenstädten in Deutschland,
Ja, die Realität sieht oft anders aus. Da sitzen sie einsam in ihrem Kämmerlein, quälen sich durch schlechtes Lernmaterial, zu einem guten Teil veraltet. Und das ist die Wahrheit. Der dritte Weg ist das Seminar. Und das ist der Weg, den ich viele Jahre angeboten habe. Und zwar in Form von Blöcken, weil sich das als der effizienteste für unsere Teilnehmer herausgestellt hat. Der lerneffizienteste Weg waren Blöcke. 5 Tage, dazwischen Pause in Gänsefüßchen, also das Leben wieder und dann nochmal von mir aus 5 Tage. Ja, solche Modelle haben wir gebaut und das hat auch viele Jahre sehr gut funktioniert. Und wir hatten auch sehr, sehr wenig Tage insgesamt, wahrscheinlich die wenigsten überhaupt in Deutschland. Aber trotzdem wurde das immer schwerer integrierbar. Sie kennen den Spruch, irgendwas ist immer. Ja, und wenn es nicht beruflich was ist, dann ist es privat was, Familie, die Oma ist krank und was weiß ich. Ja, und deswegen war das immer schwerer, diese Blöcke in ein bestehendes Leben zu integrieren. Und deswegen habe ich vor vielen Jahren, nein, nicht vor vielen Jahren, vor 2, 2,5 Jahren etwa, angefangen, einen vierten Weg zu entwickeln. Und dieser Weg heißt Video-Coaching. Und dieser Weg bietet die Vorteile, von denen beim Fernstudium immer sehr viel geredet wird. Es bietet die Selektion, es bietet die Aufbereitung. Der Lernstoff wird in Bewegung gebracht durch das Video, durch die Videos. Und es gibt eine Kombination mit Skripten natürlich. In diese Skripte werden Sie einbezogen, indem Sie Schlüsselworte notieren. Sie können sehr schnell verstehen und Sie können zur Motivation einen Coach dazu buchen. Das ist das Modell oder die Modelle, die wir entwickelt haben und die aus Sicht unserer Teilnehmer, schauen Sie mal auf die Referenzen in meinem Shop, ja, sehr, sehr gut funktionieren. Also das ist der Weg, den ich bieten kann, wobei ich hier vor allem Fachwirt für Werbung und Kommunikation für den Basisteil, den Grundlagenteil helfen kann. Ja, klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.